Vielleicht merkt man das eh. Ich habe wirklich eine Riesenfreude mit dem, was hier gemacht und gelungen ist. Ich glaube, Demokratie braucht Raum. Den haben wir hier wieder, indem wir in unser Zuhause zurückgezogen sind. Es ist ein Haus der Debatte. Es lenkt nichts ab. Ich glaube, auch das ist sehr gut gelungen und ich freue mich auf die Arbeit hier. Es wird alles noch etwas gewöhnungsbedürftig sein. Wir werden uns auf vieles neu einstellen dürfen, um das positiv zu formulieren. Und wir haben jetzt einen Salzburger Landtag, ein Parlament, das ja im 21. Jahrhundert auch angekommen ist mit aller Technik. Und wenn ich jetzt da hinaufstehe, die Beamer sind auch heruntergefallen. Also es funktioniert. Es wurden wärmetechnisch bessere Gläser eingebaut. Wir haben im ganzen Chiemsee rund 320 Fenster saniert, wurden alle gestrichen, Dichtungen eingebaut, damit eben der Luftzug nicht mehr so stark ist. Und hier haben wir uns entschieden, keine Klimaanlage einzubauen, sondern wir haben ein Luftgütemessgerät im Raum und sobald die Luft schlecht wird, weil zu viele Personen herinnen sind, gehen die Fenster automatisch auf und wir bekommen frische Luft. Gott sei Dank sind die ganz großen Überraschungen, die man ja in alten Gebäuden, wenn man saniert, nicht ausschließen kann, ausgeblieben. Die Notwendigkeit, dass diese Sanierung wichtig war, hat sich an zwei Dingen gezeigt. Es war einerseits der wirklich desolate Zustand des Dachstuhles, der auch nicht mehr sehr lange gehalten hätte, vor allem auch keine Winter mehr quasi ausgehalten hätte. Das war das eine. Und das zweite war die Notwendigkeit der Sanierung der Sanitäranlagen. In einem Sanitärbereich ist quasi die Decke wirklich heruntergekommen. Da war alles morsch und da war das Huch, Gott sei Dank sind wir es angegangen, sehr groß.